Ja, hallo, 16. April und wir sind mal wieder hier im Museum für Zivil- und Wehrtechnik in Uffenheim. Wir haben uns dazu entschlossen, weil wir hier die Fahrzeuge mal überprüfen müssen. Wir sind guter Hoffnung, dass wir vielleicht dann doch irgendwann mal wieder eröffnen können und da wollen wir euch natürlich Fahrzeuge zeigen, die sich A bewegen und wo keine großen Wasser- oder Öllachen drunter sich befinden. Deswegen wollen wir die Autos mal checken. Und deswegen kommen heute ca. 6 Mann. Wir werden in kleinen Gruppen arbeiten, also maximal 2 Mann pro Auto. Und keiner betritt das Gelände ohne einen gültigen Corona-Test. Ob es jetzt ein Schnelltest ist oder ein richtiger Test, sind wir mal außen vor. Wir werden, wie gesagt, das überprüfen, haben auch ein paar Schnelltests mit dabei für die Leute, die kommen, um so sicherzustellen, dass hier wirklich gar nichts passieren kann. Außerdem arbeiten wir den ganzen Tag, hoffentlich, wenn das Wetter mitmacht, im Freien, um die Fahrzeuge, wie gesagt, erstmal zu checken, ob sie diese lange Pause überlebt haben. Was wollen wir tun? Wir kümmern uns um den Bergepanzer. Der hat wohl etwas Kühlwasserverlust. Da müssen wir mal schauen, woran das liegt. Und am Gepard haben wir etwas Ölverlust, was den Antrieb für den Hydrolüfter angeht. Da müssen wir mal schauen, da werden wir das Topdeck heben und mal gucken, ob da die Schläuche undicht sind. Sollte also nichts Großes sein. Ja, darüber werden wir berichten und ich denke mal, es könnte ganz schön interessant werden. Viel Spaß! Ja, leider haben wir auch eine traurige Nachricht. Unser guter alter MTW M113 wird uns verlassen. Das war das Fahrzeug von einem Mitglied von uns, unser Markus. Der ist leider im Januar 2019 verstorben. Wir wollten ihn eigentlich gerne behalten, aber im Endeffekt haben wir dann doch nicht den Zuschlag bekommen und somit wird er jetzt wohl irgendwo anders seine Heimat finden. Bisschen traurig drum, aber dann haben wir natürlich auch Platz für Neues. Ja, hier haben wir unser Corona-Testzentrum eingerichtet. Alle die, die heute kommen und keinen aktuellen Corona-Test haben, also nicht älter als 24 Stunden, die werden hier heute nochmal getestet. Wir haben Tests besorgt, Schnelltests, Spucktests. Damit werden wir die testen und wenn sie negativ sind, die Tests, dann dürfen sie auch heute mitarbeiten. Wir sind eh im kleinen Rahmen, aber es sind, so viel ich weiß, ein, zwei Personen da, die keinen aktuellen haben, also deren Test ist älter als 24 Stunden und die müssen hier natürlich auch getestet werden. Dafür haben wir auch das vorbereitet. Wir haben auch noch diese Masken da und wir haben natürlich auch jede Menge Desinfektionsmittel da. Thank you.
Tag ist zu Ende. Wir waren eigentlich sehr erfolgreich. Wir haben den Fehler wohl lokalisiert, wo der B2L sein Öl verliert. Da werden wir morgen gleich mal danach schauen. Topdeck ist unten, Bergepanzer hat wieder Wasser. War wohl auch nur ein Kälteproblem. Und der Leo steht wieder am Platz, wo er eigentlich hin soll. Dann werden wir morgen alles mal testen, ob das also Leute mit uns gedacht haben. Und vielleicht haben wir morgen sogar noch den Jaguar. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. So, was wir jetzt herausgefunden haben, wo wahrscheinlich unser Ölverlust herkommt, ist diese Verbindung. Die ist natürlich komplett losgeschraubt. Ja? Also hier kann man das rausdrehen. Das werden wir jetzt mal gucken, dass wir es richtig festmachen. Und dann machen wir einfach mal einen Probelauf und gucken, ob wir noch hier irgendwo undichte Stellen finden. Bleibt dabei. Ist ein bisschen im Desaster geändert. Wir haben so viele Leckstellen in der Hydraulikleitung, dass wir den Motor rausgezogen haben, den Motorraum komplett nochmal gewaschen haben, ausgewaschen haben und wir brauchen jetzt neue Schläuche komplett. Können ein paar Tage dauern, vielleicht brauchen wir jemanden, der Hydraulik verpressen kann im Panzer. Wenn ihr jemanden kennt, bitte meldet euch. Ansonsten einfach auch im Kanal weitergucken, wir melden uns. Vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.